Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Heute übertragen wir für Sie eine hochklassige Partie. Galatasaray Istanbul gegen Borussia Dortmund. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Und so tritt der BVB heute also an. Im Tor ist Gregor Kobel. Niklas Süle spielt mit Mats Hummels in der Abwehr. Rafael Guerrero steht mit Jude Bellingham. Bellingham! Oh, Pfosten, aber der ist noch heiß. Angriff damit also beendet. Den Treffer hätten sie gerne mitgenommen, aber das Aluminium ist im Weg, verhindert das Tor. Ja, die wären gerne in Führung gegangen. Ah, Moment, jetzt knallt's gleich. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt Ries Mertens. Mertens. Schuss kommt nicht durch. Jetzt kommt die Ecke. Erstmal der Befreiungsschlag. Icardi. Mertens hat den Ball. Ist es das jetzt? Die Chance. Tolle Aktion von Kobel. Süle klärt. Brandt. Brandt spielt den Pass. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Er sucht die entscheidende Lücke. Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit bereinigt. Icardi. Dries Mertens. Klasse Tackling. Das ist natürlich bislang keine gute Ballbesitzstatistik, die Borussia Dortmund heute aufzuweisen hat. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Jetzt müssen sie in der Abwehr aufpassen. Der nächste Angriff. Da muss er hin und holt sich den Ball. Oliveira, die Nebenleute bieten sich da schön an. Wäre vielleicht die Schusschance, die Fans machen sich bemerkbar. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Alea. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Die erste Hälfte ist damit vorüber. Knappe Führung für den BVB. Wir machen weiter mit dem zweiten Spielabschnitt. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Er passt gut auf und hat den Ball.
Lucas Torreira. Mertens, ganz energisch. Torreira, gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Jetzt die Ecke. Wieder Ecke. Mal sehen, was sie daraus machen. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Brandt. Das ist Brandt. Alea. Sebastian Alea. Die Dortmunder erhöhen ihre Führung. Sieht jetzt schon komfortabel aus. Zwei Tore sind es jetzt. Wechsel bei Dortmund. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Und dann verlieren sie doch den Ball. Malen. Sie spielen steil, gefährlich. Bellingham. Er wartet, bis die Kollegen mitkommen. Guerrero. Super gemacht, gute Verteidigung. Wir bekommen hier gleich den Schlusspfiff in diesem Spiel, in dem eine klare Führung für die Gäste auf der Anzeigetafel steht. Dortmund holt sich voraussichtlich diesen Sieg. Sie müssen es nur noch irgendwie nach Hause schaukeln, Wolf. Das war Spielwitz, das war Torgefahr, das war Borussia pur. Sie bieten sich Mertens gut an. Ist das der Anschlusstreffer? Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat! Geht dazwischen und hat den Ball. Vier Minuten bleiben hier noch. Icardi ist das. Icardi! Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Jetzt steht es hier 2-1, eine enge Kiste. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Malen. Und damit war es das für heute. Schlusspfiff. Die Gastgeber haben also verloren. Knapp verlieren sie dieses Spiel. Denkbar knapp. Boah, das war eine enge Angelegenheit. Wenn da ein, zwei Szenen anders laufen, dann hast du plötzlich ein ganz anderes Spiel. Aber das ist Fußball. Es heißt jetzt abhaken und weitermachen, denn die können eine Menge. Das war gut, was er heute angeboten hat. Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient.